Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und heute gucken wir uns mal die Updates an. Was ist das hier? Waffen und Panzerung, Lagerung, Harpunieren. Okay, Edward Upgrades, Schwerter, Pistolen. Was für Upgrades? Und was ist das hier? Ach, Tipps. Oder was? Assassinenaufträge, okay. Aufzug. Oder ist das, was ich getan habe? Ich habe keine Ahnung. Das ist mein Protokoll, was ich getan habe. Herstellung. Was können wir denn herstellen? Pistolenholster. Oh. Oh, ich verstehe. Oh, das ist nicht schlecht. Wurfpfeil, Schlaffeil. Oh, cool. Inventar ist natürlich leer. Abstergo Herausforderung. Oh, es gibt Herausforderungen hier. Oh Gott. Da kann ich ja Jahre damit verbringen. Das ist cool. Das ist richtig cool. So, na gut, so viele Herausforderungen gibt es anscheinend gar nicht. Belohnung anzeigen. Mehrspielerporträt. Navigation nach dem Gestirnen. Ich bekomme ein Sheet? Okay. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Luftattentate, einen Assassinenauftrag erfüllen. Sorry. Aus einer Höhe von 45 Meter ins Wasser springen. 5 Doppelattentate, ja, das ist eigentlich recht easy, ne? Na gut. Keine Angst, so langsam für das Wetter. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain. Ja, mach ich, aber die Welle ist einfach krass. Guck dich die Wellen an. Sind die Gegner? Mann, wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist, die bringen uns heim. Na gut, ich würde sagen, wir fahren einfach raus. Ich meine, wozu kämpfen? Wir müssen anscheinend nur entkommen. Mist! Der Winkel schlägt noch nicht. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Hä, ich verstehe nicht. Warten auf dein Zeichen, Captain! Vorher war das Schießen ein bisschen leichter. Cheats erlauben Ihnen, Missionen mit interessanten Veränderungen erneut zu spielen. Denken Sie aber daran, dass währenddessen kein Fortschritt gespeichert wird. Um einen Cheat zu aktivieren, öffnen Sie das Pausenmenü, gehen Sie in den Bereich Abstergo-Herausforderungen und wählen Sie die Option Cheats. Aha. Ach, es gibt mehrere Herausforderungen. Cheats sind während einer Mission nicht verfügbar. Willst du mich verarschen oder was? Okay, Simulation. Oh. Okay, dann werde ich ganz viel Zeit hier drin verbringen. Auch nach dem Let's Play. Definitiv. Du hast da ein Fragezeichen. Ach, das sind unbekannte Inseln wahrscheinlich. Na, egal. Abstergo-Herausforderung beendet. Ein Schiff mit den Drehbasten versenken. Okay. Wird nicht auch vorkommen. Oh Gott, da sind ja noch mehr. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das Spiel plötzlich leiser geworden ist. Für euch ist das keine Veränderung, weil ich den Ton immer lauter stelle. Riesenwellen können verheerende Auswirkungen auf ihr Schiff haben. Wenden Sie ihnen ihre Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erlangen. Gelingt es ihnen nicht, halten Sie X, um in Deckung zu gehen. Okay. Heißt direkt auf die Welle zu steuern. Ach du Scheiße. Wir wurden in Brand gesteckt. Achtung, Captain. Macht nichts, da kommt eine Welle. Gleich sind wir nicht mehr im Brand. Drucken eine Menge Blei. Aber stehen zu reparieren. Wuhu. Gegner feuert. Oh, wir sind richtig schön unter Wasser gegangen. Krass. Nö, wir fahren einfach weiter. Ich mach's. Was sollen wir schon machen? Oh Gott. Diese Wellen. Umfahr dieses Ding. Niemals! Wir werden direkt darauf zusteuern. Dran vorbei. Oh Gott, es zieht mich rein! Es zieht mich rein! Holy shit! Okay, das nächste Mal vielleicht doch. Ein bisschen ausweichen. Ein bisschen mehr ausweichen. Ein bisschen Entfernung draufhalten. Wir haben noch die Hälfte unserer Gesundheit des Schiffs. Wir müssen noch ungefähr 1 Kilometer zurücklegen. Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann. Oh Gott. Nein, zieh mich nicht zu dir, oh, der verdammte dran. Monsterwelle von Steuerbord. Okay, jetzt auch noch eine Welle, ey. Egal, steuern wir direkt auf zu, das passt schon. Oh, was es hier auf See gibt, das gab es in Assassin's Creed 3 nicht alles. Ich meine, die Welle schon. Oh,
Wow. Oh Gott. Da wirst du ja seekrank von. Das Ganze mit VR-Spiel, das wär's doch. Oh, da ist ein versunkenes Schiff. Oh, 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 eine Windhose. Krass. Man denkt sich immer, ja, so ein Seemann zu sein, das ist bestimmt voll chillig, weißt du, bist die ganze Zeit auf dem Meer, chillst die Tage wohl lang rum, machst vielleicht ein bisschen Arbeit. Aber es ist anscheinend doch ein bisschen mehr Gefahr, als man denkt. Aber wir haben es erstmal geschafft, wir sind fein aus dem Schneider. Auch wenn mich diese Fragezeichen gerade aufregen, weil ich dahin will. Aber wir sind erstmal frei, vom Sturm entkommen. Von der Flotte entkommen, alles perfekt. Beim Klabauter, Mann! Wir leben! Was für ein Chaos, Herrgott! Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Adewale. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Und somit haben wir ein Schiff. Easy. Es hat 7 Minuten gedauert, rauszukommen. Alter Schwede. Schifffahrt wird trotzdem nicht mein Lieblingsteil des Spiels. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Und somit geht das Jagen los. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben 2 Fässer Schießpulver. Mehr als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Da stopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an, die Ladestöcke gerupft wie Hühner und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen, solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Nee, ich gehe jetzt mal nicht auf die Insel. Scheiß drauf. Hol ich mir ein anderes Mal. Ist ja alles auf der Karte verzeichnet, ne? Bestimmt. Karte? Ja, da ist ein Punkt eingezeichnet. Alles easy. Wir haben es ja schon gesehen. Wir müssen, denke ich, mal dahin. Unbekannter Ort. Das ist also die Karte. Wie wir segeln. Gibt verdammt viele Orte. Oh, holy shit, gibt's. Oh Gott. WTF ist hier. What? Hier gibt es eindeutig zu viele Orte.
lassen wir uns überraschen, wie das hier weitergeht. Vielleicht wird es ein langes Let's Play. Ist schon möglich. Aber mich stört's nicht. Es ist ein Assassin's Creed Teil, den ich von Grund auf nicht kenne. Und ihr seht schon, das macht mir immens viel Spaß. Viel mehr Spaß, als die anderen mir gemacht haben. Könnt ihr Jahre verbringen. Ein Sturm sieht übel aus. WTF? War doch kein Scheiß. So, und ich habe gesehen, dass an verschiedenen Symbolen dieser Kreis mit dem Pfeil ist. Das ist normalerweise immer eine Schnellreise. Das haben wir auch an den Aussichtsposten. Klippen voraus, Sir! Schlucken eine Menge Blei, aber stehen noch. Denk! Mars und Topsegel bergen! Topsegel aufgehalten! Topsegel bergen! Oh Gott! das Ankern lernen wir nochmal. Captain ist im Meer! Wir können hier Inseln erforschen. Einsame Inseln, wie cool ist denn das? Alter. Leguan erledigen und gehäutet. Ozelots erledigen und gehäutet, okay. Komm her, du kleiner Pisser! Jagen und herstellen, okay. Sie können Tiere jagen und häuten, um Tierprodukte zu sammeln. Ressourcen ermöglichen ihnen, neue Gegenstände und Upgrades für Edwards herzustellen. Mit dem Adlerauge können sie Tiere leicht entdecken. Sie erreichen das Herstellungsmenü über das Pausenmenü, okay. Ich vermute mal, wir werden hier auf Bäume klettern und sie überraschen, die Viechers. Oh, hier ist eine Truhe. Nice. Da, hier ist ein Aussichtspunkt und... Mr. Ocelot. Bleiben Sie mal genau da. Nein, bleiben Sie da, Ocelot. Ach, verdammt. So viel dazu. Nur eine kleine Insel. Dafür brauchen wir unbedingt eine Übersicht. Das ist cool. Das gefällt mir. Hat viel Potenzial. So, und hier gibt es natürlich auch vieles Sammelbares wieder, ne? Aber ich kann hier sowieso jederzeit schnell hoch herreisen, deswegen mache ich mir da mal keine Sorgen. Was sind das für Boote, die wir hier sehen? Ach, damit komme ich zurück ans Schiff. Lol. Lass mich mal hierher schnell reisen. Geht das? Schnellreise. Wie, Schnellreise nicht verfügbar? Willst du mich verarschen? Captain im Meer! Surprise, Alter! Surprise! Knochen und Lego und Leder, perfekt. So, was brauchen wir noch? Da hinten war irgendwo eine Schatzkarte, ne? Vielleicht wäre das ganz cool, wenn wir da erstmal nach einem Schatz suchen. Ich finde Schatzsuchen nämlich nicht schlecht. Und da ist so eine kleine Flasche. Flaschenpost. Wie wär's mit Lesen? Peter Beckford der Ältere. Zu meinem Arbeitgeber. Ach du Scheiße, nee, das lese ich nicht. Das ist ein krasser Akzent. Das kannst du knicken. Ach, hallo Leiche. So, ist es meine Insel? Wir müssen zum Riesenfelsen, okay. Gibt's irgendwo einen Riesenfelsen? Ah, hier. Frage ist nur, wo ist dieser Schatz genau hier? Das einzige Felsen, den ich hier kenne, ne? Ne, da hinten ist auch noch ein großer. Nein, Ocelot! Verdammt. Wir verfolgen ihn einfach. Wir sind auf einer kleinen Insel. Was will er machen?
Wir versuchen sie zu erschießen. Schieß halt. Hä? Schieß doch. Du willst mich verarschen, Dude? Hä? Der schießt nicht. Oh, falsche Taste gedrückt. Okay. Das erklärt einiges. Okay, gut. Scheiß drauf. Geht doch. Oh Mann. Man muss nur wissen, wie, ne? Gut, ich brauche mehr. Auch viel mehr. Ich vermute fast, das Ding ist... Ja, da ist es doch. Dann kümmern wir uns gerade darum ganz kurz, damit ihr seht, dass man die Dinge einsammeln kann. Ein Fragment. Hier gibt es drei Fragmente. Aber ich werde hier schnell reisen, wenn es möglich ist. Und dann werde ich das Zeug schon einsammeln. So, wie ihr seht, 10 Stück habe ich schon. Puh, Mr. Izolot. Verdammt. Ich weiß nicht, wohin er verschwindet, aber verschwindet einfach. So, das ist Nummer 2. Jetzt brauchen wir noch einen Gecko. Wieso muss ich schnelle Tiere jagen? Wie wär's mit einer Schildkröte? Die kann ich entkommen. Das wäre perfekt, so eine Schildkröte. Oder hier, Krabben. Die kann ich pflücken. Krabben kann ich pflücken. Oh, ich sehe einen Gecko. Ha! Ein Ozelot per Luftattentat. Oh Gott, nein. Okay, einen neuen Holster herstellen, ein Upgrades, Gesundheitsupgrades herstellen. Okay, das kann ich auch herstellen, cool. Ja, ich mach's ja schon. Oh Gott, drehen wir jetzt nicht am Rad. So, Gesundheitsupgrade. So, ich muss noch einen per Luftattentat erledigen, ne? Da läuft nur ein Gecko durch die Gegend. Bist du ein Gecko oder bist du ein... Ist ein Ozelot. Na komm, put, 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 Miezekätzchen. Komm, 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 komm schon. Ja, 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 ja. Geschafft. Okay, wir können zurück an Bord. Ich habe da echt lange gewartet, bis das Ding auf mich zukommt. So, das Bötchen nehmen wir mal zurück zum Schiff. Na, ja, was los? Ahoi, Captain, gefunden, was du brauchst? Zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Komm, gib mir die 100. Gib mir die 100. Ich danke Ihnen, Sir. Mehr Pistolen. Drücken Sie mehrmals mit ausgerüsteter Pistole auf Y, um Schüsse zu verketten. Diese Schüsse richten weniger Schaden an, unterbrechen jedoch gegnerische Angriffe.
Waffnen und trimmen! Das sind hier überall Gegner. Achso, die wollen kämpfen gegen mich. Lasst sie dafür bezahlen! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Ein Patrouillenschiff in sich, Captain! Schoner! Feuer! Chinesische Flagge! Die sind allein, Sir! Feuer! Wir treffen Schade. Euch auf! Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain! Was ist denn hier? Das war... Was ist... Muss ich das verstehen? Was ist... Was genau ist da gerade passiert? Segeln wir halt dran vorbei, was ist denn los? Alle Segel, sie verträgt das! Alle Segel klar zum Setzen! Wieso waren wir gerade mitten in dem Kampf plötzlich? Irgendwie gab es im Tutorial bessere Möglichkeiten zu zielen. Von Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Obacht! Ach, so sammelt man das ein. Es ist alles für mich nur Neuland. Nassau, akzeptieren, ja. Deshalb Verwirrung pur. Alter. Plötzlich im Kampf, wieder, was ist denn los? Also hier gibt es noch so viele neue Sachen. Bahamas, September 1715. Na los, Captain Kielbock! Sag mir, ich stehe unter Arrest! Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Wir sind jetzt in Nassau. Alter, Nassau ist ja so eine ganz komische Stadt. Das sieht auch für voll komisch aus. Wir waren anscheinend gerade in einer Großstadt und das hier ist eher so ein kleines Dörfchen mitten im Wasser. Aber eigentlich ganz cool. Ich würde hier gerne leben. Was zum? Hä? Was bist du denn? Verfolgen und fangen sie die Notenländer, um ihrer Mannschaft neue Seemanns-Shanties beizubringen. LOL. Wie cool. Das heißt, wir können bald verschiedene Lieder hören. Ich muss sie nur einsammeln. Lustig. Also ich werde jetzt hier eine längere Aufnahme machen. Nach dieser Aufnahmesession werde ich höchstwahrscheinlich dann ein bisschen sammeln gehen. Ist ja nicht fachlich. Wir stellen ein. Hey Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Crew der Jackdaw. Diese Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern, sie können Piraten in Not helfen. 15 Rekruten brauchen wir. Das kann ja was werden. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade.
So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich sammle hier gleich noch diesen Song ein. Und dann rekrutieren wir Piraten. Haut rein, euer Zero. Tschüss.